Vermisst steht auf Flugblättern in New York, darunter ein Bild von Melania. Seit mehr als 3 Wochen ist die First Lady von der Bildfläche verschwunden und seitdem brodelt die Gerüchteküche in den USA. Ihren letzten Auftritt hatte Melania am 10. Mai. Gemeinsam mit Ehemann Donald begrüßte die Präsidentengattin auf einem Rollfeld 3 aus Nordkorea freigelassene US-Bürger. Kurz darauf unterzog sie sich einer Operation wegen einer gutartigen Erkrankung an der Niere, ohne Komplikation. Mehr ist nicht bekannt. Seitdem Stille und hin und wieder ein Tweet. Das letzte am 30. Mai. Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen und darüber spekulieren, wo ich bin und was ich tue. Seien Sie versichert, dass ich hier im Weißen Haus bin mit meiner Familie. Ich fühle mich großartig und arbeite hart für das Wohl von Kindern und für das amerikanische Volk. Im Netz kursieren die wildesten Verschwörungstheorien. Angeblich habe Melania den Job als First Lady satt. Auch Trennungsgerüchte von Melania und Donald werden verbreitet. Doch wie reagiert der Ehemann? Ihr geht's gut. Sie ist hier. Sie fühlt sich toll. Sie schaut uns zu von dort drüben. Nicht besser macht die Tatsache, dass Melania ihren Ehemann zu den anstehenden Gipfeln nicht begleiten wird. Weder zum G7-Gipfel in Kanada, noch zum geplanten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Singapur. Das bestätigte ihre Sprecherin. Am Montag will sich Melania jedenfalls das erste Mal wieder blicken lassen. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus für Hinterbliebene von Opfern des Irakkriegs.